Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei ARK Survival Evolved. Und da seht ihr unsere letzte Zähmerrungenschaft, aber ja, natürlich auch die Katze. Und zur Katze gehört Danu. Servus. Hi. mit diesen zwei netten Tierchen werden wir jetzt mal ein bisschen leveln gehen wollen, weil... Mit den beiden ja doch, grünen Monstern, gell? Schau's ja, irgendwie dann. Deiner ist ja auch so angegrünt. Ja. Hat noch keinen Namen. Nö. Hat er sich noch nicht verdient. Meine auch nicht. Du weißt doch, meine müssen sich das immer irgendwie verdienen. Ja, ich bin gespannt auf Namensvorschläge. Ich glaube, wir hatten die ja schon erbeten in der Zähmfolge, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich lasse mich da immer überraschen. Zuschauer sind recht kreativ. Auf jeden Fall mehr als wir. Das sowieso. Legen wir mal los und schnetzeln uns mal ein bisschen durch die Gegend. Ziel ist auch, nebenbei ein bisschen nach Kröten zu schauen, denn wie ihr ja wisst, steht das Krötkart. Aha, Stichwort Kröte. Steht das Krötkart-Rennen aus, oder beziehungsweise an. Level 4, guck mal, die ist fast gut. Die brauchen wir doch, oder? Die brauchen wir ganz dringend. Ich muss mal eben den Sound ein bisschen leiser stellen, das war vorhin schon so heftig. So. Mhm. Safe. So. Da hinten sind Kröten. Wir laufen einfach immer den Kröten nach und fressen alles drumrum. So, was haben wir da? Also die Schwein zum Beispiel. Carbonem ist 20. Super. Mahlzeit. Okay. Also immerhin, wir steigern uns. 4, 20. Ja, ja. Dann wäre warte ab, was jetzt kommt. 36, dann sind wir schon bei 52. Wie viele Kröten müssen wir dann noch, bis wir bei 120 sind? Ein paar. Kurz rechnen. Achtung, hinter dir. Ja. So, du futterst sie auf, ne, wegen dem Chitin. Ja, du, ich habe einen halben Kasten Chitin. Guck mal, wie schön der ist. Was? Wie schön. Ich hab grad noch Drohnen. Oh. Dimorphodon. Ganz nettes. Level 108er Drohne hier. Boah. Ja, willst du das zähmen? Ja, genau. Viel Spaß! Wollte schon immer ein bisschen ungezielter in der Küche. Ich kann da einen Mistkäfer abgeben. So, komm. Sind zwar nur Fios, die geben jetzt nicht wirklich Level hier. Einen hauen sie ab. Oh, Kröten. Ich schau mal nach den Kröten derweil. Ja, ja. Oh, nee, ich schau nicht nach den Kröten. Was sind jetzt hier kaputt? Oh, 8 Kompis. Hammer. 8, wenn 8 reichen, das sind eher 10. Naja, es waren zumindest der 8er Bonus, haben es gehabt. Das waren mehr als 8. Alter. Oh Mann. Ich glaube, so viel habe ich noch nie an einem Fleck. Nee, auf einmal auch noch nicht. So, Kröte. So, Kröte, jetzt Level müssten 8. sie alle tot sein. Ich glaube auch, jetzt haben wir es. Das war aber jetzt keine Steigerung. Nee, das war jetzt keine Steigerung. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. So, da vorne die Kröte, die ist jetzt die Steigerung. Die muss dann jetzt 36 sein, damit es passt. 56. Die macht gleich zwei Sprünge hier. Reicht aber nicht. Muss ich mehr anstrengen. Kannst du sich nicht mehr, die ist tot. Im nächsten Leben. Ach so. So, schauen wir mal. Die kommt aber im nächsten Leben als Schmetterling zur Welt. Ach so, meinst du, ihr Karma war nicht gut genug? Genau. Ach so, wobei, die Frage ist, ist jetzt Kröte schlimmer als Schmetterling? Gute Frage. Nicht. Schildkröte. Ich weiß es nicht. Schildkröte lebt wenigstens schön lange und erlebt viel. 12. Mal die 0 dran. Oh Mann. Ja, ich hab's auf Deutsch gestellt. Bei mir hat das jetzt schon ausgeschaut wie 112. Ja, beim Deutschen geht das Level und die Zahl. Ja, weil das L, genau. Oh, Alpha. Alpha Raptor neben dir. Ja, sehe ich. Bin immer mit, oder? Schaffen wir schon. Wir laden dein an Leben. Boah, ich hab ganze. Also nicht ich. Warte mal, meine Katze hat 2500. Ich hab 3000. Schauen wir mal vorsichtig aufs Level. Warte oh, 104. Mal. 104? 104. Soll ich vielleicht doch ein bisschen zurück? Oder wollen wir es wagen? Holen wir noch was Stärkeres dazu? Oh, Tano. Moment. Der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Der kam auf einmal da. Angescheißert hier. Ja, ich weiß nicht. Was könnte ich holen? Ich kann mein Spino holen.
Soll ich? Sicher ist sicher, oder? Ich denke schon. Bei 100. Lass die Katze gerade hier. Ich nehme die auf Follow. Und dann holst du dein Spino. Bin klar wieder da. Ja, ich komme ein bisschen mit, damit du nicht jetzt hier überrascht wirst auf dem Weg. Ach, die Kumpels sind doch alle tot. Ja, die schon. Waren noch ein Haufen Dilos und so. Ist ganz schön schnell zu Fuß. Hast viel auf Speed gelevelt, kann das sein? Nein, gar nicht. Gar nicht? Hol ich mit dem Lass Kabel mich mal schauen. Nein. Achso, 124 doch. Ja, ein bisschen. Aber nicht so viel. Ich bin mit dem Kano so, also bist ungefähr gleich schnell wie mein Kano im Sprinten. Ein bisschen langsamer. Kann ich nicht beim Schildkrötenrennen mitmachen? Ja, bestimmt. Ich bin meine eigene Schildkröte. Mistviecher hier. Was hast du denn jetzt schon wieder angelacht? Naja, diese blöden Meganeuras überall. So. Ja, 104er Raptor müssen wir natürlich mitnehmen. Also, das gibt ja Level ohne Ende. Dann schicke ich deinen mit hier Attack My Target mit drauf am besten. Yep. So. Kommt kleine Unterstützung. Deine Unterstützung, genau. Ist jetzt zum Glück kein Alpha Rex, denn da hast du jetzt nicht so gute Erfahrungen mit dem. Nein, da hätte ich ihn nicht geholt. Ja, beim Alpha Rex hätte ich glaube jetzt auch einen Schwanz angegeben. Muss ich zugeben. Also, da wären wir doch lieber im Sumpf raus. Da hätten wir jetzt. Naja, gut, dann hätten wir ja vielleicht jetzt noch schnell versucht mit Obi und Alaytok, die sind ja auch gerade online, dass wir noch ein bisschen Verstärkung beiholen mit denen und dann hätten wir uns auch mal so einen Alpha Rex gönnen können. Aber zu zweit wäre ich da jetzt nicht drauf. Nein, ich auch nicht. Nicht auf einen dreistelligen. Nee, vor allem nicht auf einen dreistelligen, nee. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, wenn man mal ein paar Dinos verliert, ist es zwar immer tragisch, aber irgendwie, dann kann man wenigstens noch mal wieder was Neues zähmen. So, ich müsste hier mal ganz kurz Pause machen, dass ich nochmal Stamina regeneriere, bevor wir reingehen. Okay. Ganz kurz ist ja beim Kano immer ein bisschen länger. Auch so lange. Da kommt er. Nee, scheiße. Notfalls einmal kurz absteigen, dann geht's ein bisschen schneller, das Regenerieren. Ja. Aber wir können drauf. Okay. So, es wird jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt alle Popcorn. Boah, der sieht auch noch so schön aus. Die Alpha-Tiere sind immer so hübsch. Deine Katze jault ein bisschen. Ich notfalls pfeife sie zurück. Ja. Ich hab's aber im Blick ein bisschen, also. Das ist gut, weil ich sehe nicht viel. Außer, dass wir von hinten auch noch Gesellschaft haben. Jetzt hast du und das ist ja gut. Hast du die Akro. Die Katze ein bisschen aus dem Schussfeld. Naja, war. Ja, die sieht noch ziemlich unversehrt aus, die Katze. Aber eher nicht mehr. Eher nicht mehr, nee, wir haben gleich. Nee, ich glaube, den Schaden haben die von denen runtergenommen. Jawohl. Jetzt ist er hin. Yeah. Sehr gut. Das war ein Krach. Ja. So, bringst du ihn zurück, dann. Yep. Oh, die Katze ist doch ein bisschen verletzt. Hat noch 1200 Leben, aber ist okay. Sah von der einen Seite aus weniger verletzt aus als von der anderen. Da hat sie so einen dicken Blutdatscher auf der einen Seite und der andere ist total frei. Dann wird es genau dort erwischt worden sein vom Alpha. Hm. So, und schauen wir mal, wie viel Level das gegeben hat. Fangen wir mal auf Damage an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ja, bei mir haben sie eventuell jetzt gesehen, dass mein Spino mittlerweile einen Namen hat. 8, 9. 10, 11, 12, 13. Oh Mann. 13 Level.
So, das nächste geht auf Movement Speed. Oh, hier ist auch gerade ideal. Hier haben wir Prontos, Paracers. Ich komme dir wieder ein bisschen entgegen, gell? Ich glaub, ja, ich stelle ihn jetzt hier gleich nur zur Türe ab. Noch auf Follow, ja. Ganze Prime Meat, da verzichten wir mal drauf. Wir haben sehr viel Prime Meat Jerky, insofern brauchen wir das jetzt nicht durchbraten. Da nicht wundern, dass wir da so verschwenderisch sind gerade. Ja, wir wohnen ja doch im Sumpf und da ist das leichteste, Prime Meat zu besorgen. Ja, die ganzen Paracers, die da rumtrampeln, da wirft jedes so zwischen 3 und 6 Stück ab, manchmal sogar 7, glaube ich, und ist schon erstaunlich. So, bin gleich am Tor. Gut, ich suche euch. Beim ersten Felsen am Tor bin ich sehe dich. Und ich sehe euch. Wunderbar. Moment, ich pfeife auf Unfollow. So. Steht noch auf Attack My Target, ne? Achso. Nicht, dass das vergisst umzustellen. So. Stellen wir mal sicherheitshalber um. Besser ist es. Na dann. Gehen wir mal Prontos schnetzeln. Ach, das ist schön. Haben wir gleich einen Übrigens, der hat keinen Level gekriegt. Trotz, dass er angegriffen hat, ja. Echt? Der war ja der Haupt. Also, der war ja. Er hat auch das ganze Prime mit drin. Aber der hat nichts gekriegt. Ja, dann muss man doch drauf sitzen, scheint's. Und scheinbar. Scheiße. Mal schauen, muss ich nachher schauen. Vielleicht hat der Spino gekriegt. Genau andersrum machen müssen, dass du auf dem sitzt statt auf dem Spino. Ja, aber dann wäre das Spino nicht so effektiv gewesen. Ja, und andererseits braucht der ja auch noch Level, gell? Oder? Wie ist der schon ziemlich ausgelegt? Der ist 180. Von ursprünglich? Es waren 114 oder 100, ja ungefähr. Also insofern kann der auch noch einige Level vertragen, so ist es ja nicht. Es waren also nicht verschwendet, die Punkte. Ein guter Spino ist ja auch mal was wert. Verschwendet ist hier gar nichts. Holt man es in Pronto? Ja, ich muss nur wieder regenerieren, aber dann holt man gerne. Ich will nur vorher auch bei denen lieber auf den Level schauen, weil... Wir können hier so ein bisschen Mate-Boost ziehen. Hier sind sehr viele in der Nähe. Ja, ja, ich regeneriere nebenbei die Katze ein bisschen. Hm. Er ist schon wieder auf 1800 oben. Ja, Fleisch habe ich gar keins hier im Kano. Ja, aber dafür die Katze. Die hat ordentlich gefressen. Hier waren gerade noch mehr Prontos, komisch. Na egal. Der sieht schön aus, gell? Ist aber leider nur Level 40. Aber er wäre ein schöner. Schön wäre er, ja. Magst du dann Seemann? Nee, sicher nicht. Na ja. Ach, diese hellen sind so selten. Also die so teilhell haben wenigstens. Das dann in Kombination mit dem dunklen Rot schon besonders schön. Wir schieben den ganz schön hin und her, gell? Ja, der wollte fliehen, aber konnte dann doch nicht. So, nimm das Paracer erstmal. Okay. Moment, auch da schauen wir. Bin ja ein bisschen vorsichtig geworden. Paracer 32, und wenn wir schon gerade dabei sind, was hat der Pronto da hinten? Ja, da nehme ich übrigens noch ein Pronto, gell? 48, ja, ja. Und eine Schildkröte. Ja, schaue ich mir an, beide. Schildkröte 40, Pronto 20. Also alles zum Niam, Niam, Niam. Alles ein Niam, 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 genau. Komm, Paracer. Tut mir leid. Er lügt, es tut ihm gar nicht leid. Ja, so ein bisschen. Niemals. Geht schon jetzt ganz gut ab vom Damage. Ich habe einige Level auf Damage jetzt drauf gegeben von den 13. Und muss sagen. Ja, der Kano ist ja Kampfmaschine. Absolut. Ja, es ist schon wirklich so ein kleiner Rex. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass es mit dem Kano wesentlich länger dauert, so ein Konto zu legen mittlerweile als mit dem Rex. Die Rex sind wirklich schwach geworden seit diesem Patch, der die Dinos da verändert hat, die Dino-Werte. Haut nur mit einem Rex wirklich lang an was rum. Gestern mit Xars großen Rex, das war da die 10-Folge vom Betsy. War ich ja mit Xars großen Rex. Ach nee, das war im Offscreen. Da habe ich mit Xars großen Rex einen 72er Bronto zerlegt, da habe ich echt gekaut. Mhm. Hat aber gedauert. Der ist ja nun wirklich gut dabei. Eigentlich, der Rex. Also insofern, Kano ist wendiger, schneller, hackt auch schneller zu, glaube ich, als der Rex. Müsste ich aber mal vergleichen. Hat diesen zweiten Angriff zum Wegstoßen auch, also da steht er jetzt dem Rex dann auch nicht so viel nach, dieser Wegstoßeffekt.
Insgesamt würde ich, glaube ich, mittlerweile den Kano vorziehen. Wenn der gut ausgelevelt ist und einen hohen Level hat. Ich meine, der war jetzt nur 108, da geht auch noch mehr sogar. Ich denke, am alten Server, bevor wir die Rex gehabt haben, sind wir doch auch mit den Kanos rumgerannt. Zumindest wir, du hattest das später einen. Das ist richtig. Aber ja, wir sind fast nur mit den Kanos rumgelaufen. Da waren die Rex aber halt auch noch wesentlich stärker. Also dann hat man später dann trotzdem gesagt, okay, Kano war schön, aber yep, der Rex, der haut ja rein. Und das muss man jetzt revidieren so ein bisschen. So, hier hinten war eigentlich noch so ein Pronto irgendwo. Irgendwo. Pronto hat sich versteckt. Oh oh, dreh jeden Stein um und such ihn. Ja, ich muss auch mal hinter den Büschen gucken und so. Da war doch einer, oder habe ich das geträumt? Vielleicht ist er auch schon umgekommen durch einen Kahn oder ähnliches. Wirklich, ja. Wenn es ein kleiner war, ist der auch relativ schnell. Ja. Da rennt übrigens ein Raptor vom Pflanzenfresser davon. Oh Mann. Komische Welt. Mhm. Das wäre es, wenn ein Raptor vom Fiomia wegrennt, oder? Ja, wer weiß. 104er Alpha Raptor, also das muss schon sagen. Oh, guck mal, hier sind ein paar Fische trocken gelaufen. Erledigen wir sie. Erlösen wir sie von ihrem Leid. Genau. Die Armen. Wir haben ja Mitleid. Ausgetrocknet hier. Da hinten haben wir Matzes Trike gezähmt, seinen großen. Wo, da hinten? Ja, wenn es dein Weg weiter entlang ist. Hier die Schlucht, meinst du? Genau. Okay. Und meinen Fast and Deadly Raptor habe ich von da. Ja, Raptoren gibt es hier ja mehr als genug. Waren ja auch andere gerade noch gelaufen. Mal schauen, ob hier oben was ist. Ansonsten gehen wir doch wieder runter in die Schlucht, die ist normal belebte. Oh, Kröte. Aber Kröte fast tot. Letzte Mal, da ist da nicht viel. Kröte Level 40. Was ist das für ein Raptor, bitte? Ach, der sieht schön aus. Bitte nicht auf den Raptor. Hat er? Schauen wir mal. 44. 44? Der hat die Kröte zerlegt? Da muss die schon... Mhm. Soll ich ihn zusammenhauen? Ja, ja. Okay. Ja, aber der wäre super schön gewesen. Weil wenn der eine 40er Kröte zerlegt hat, hätte ich jetzt auch gedacht, dass er vielleicht über 100 ist. Na gut, er war ja vielleicht nicht alleine. Ja, ja, wahrscheinlich waren da wieder drei Raptoren auf der Kröte drauf oder so. Ich sage, beim Survival of the Fittest das nächste Mal sollten wir uns Kröten holen. Ja, nee. Noch einer. Ja, also Raptoren gibt's wie gesagt genug. Oh, Survival of the Fittest mit Kröten. Ich glaube, da schläfst du bei ein, oder? Nein. War lustig. So, jetzt habe ich dich irgendwie aus den Augen verloren. Ich bin einfach an der Klippe weiter entlang. Also ich habe die, bin okay, immer nach oben und habe die Steilklippe nach rechts von mir. Ach nee, das ist ein wilder Kano. Was? Nee, das bin ich. Ach so, oh, nee, da bist du. Wilder Kano, ja. Okay, ist schon weg. Deine Katze macht aber augenscheinlich auch nicht schlecht Schaden. Nein, so schlecht ist sie nicht. Was ist jetzt los? Irgendwas kaut noch an mir. Kompis. Ah, okay. Ich wollte die Kröte anschauen. Mach du mal die Kompis, ich schau so lange die Kröte. Ja, Drohnen waren auch dabei. Ist noch was? Hey, irgendwie habe ich noch Musik. Ja, hier sind noch viele Kompis. Die sieht man da im Unterholz so schlecht. Sieht man ganz schlecht, vor allem wenn je größer der Dino ist, auf dem du sitzt, desto schlechter wird das. Schon wieder eine 40er? Hm. Oh, hier haben wir ja noch mal eine schöne Dino-Parade. Mal schauen, ob was dabei ist. Da ist eine Kröte. Mal schauen, ob ich die krieg. 20? Okay, dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich durchfrühstücken. Stegos. Okay. Ja. Ja, mit der 120er Kröte, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Gibt saumäßig viele Kröten. Aber so im hohen Level sind sie dann doch eher rar. Ja, wir sehen es nur dauernd, wenn wir es nicht wollen. Ja, ich habe auch schon eine 120er hier während. Das war sogar in einem Let's Play, oder? Ich glaube schon, ja. Ich habe eine 120er getötet.
Das ist dann schon immer schade, dann im Nachhinein. So, komm, es gibt doch jetzt ein Level up. Nee. Ja, aber stell dir vor, hättest du dich hingesetzt und hättest da was weiß ich wie viele Stunden an einer Kröte verbracht? Bei einer 120er muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mit Kippel schon. Also ohne so eine Kippel. Stunde, eine Stunde hätte ich schon investiert, ja, ohne Kippel nicht. Ohne Kippel hätte ich das nicht gemacht, da... Ja, und wir haben doch immer zu wenig Terranodon-Eier. Ja, jetzt bald nicht mehr, hoffe ich. Wir haben jetzt fünf Weibchen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, und ein Männchen. Das heißt also eigentlich eine ganz gute Mischung. So, Kröte, Level... 16. 16, das ist ja alles. Nom nom nom. So, machen wir ein bisschen Movement Speed, das brauchen wir auch. Schon wieder kommt bis. Ja, gar nicht. Krieg die gar nicht manchmal. Ja, ich versuch's eh schon zwischen deinen Füßen auch zu fressen. Zwischen die Füße. Schön aus den Zähnen rauskratzen noch. Nein. So, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Echt? Weißt du immer wo lang? Doch, da hinten ist der grüne Strahl. Okay, wir müssten dann irgendwie theoretisch links. Aber wollen wir noch weiter? Da vorne sind Brocken. Ja, können wir. Schauen wir mal, wahrscheinlich läuft uns jetzt noch ein 120er Bronto über den Weg. Okay, und dann investierst du auch eine Stunde? Ja, dann vielleicht, weiß ich nicht, 12, 4 und 8. Lass mal es uns schmecken. Ja, yep, fangen wir bei dem hier an oder wo fangst du an? Ja, ja, von rechts nach links. Na gut. Wadenbeißer. Das ist das beste Fleisch. Ja, schau, ich beiße immer in die Fußsohlen rein. Du kaust weiter in die Zehen ab. Ja. Oh Mann. Auch schon wieder so ein schöner. Mann. Aua. Hat er mich weggehauen hier? Ja, deswegen greife ich ihn gerade von vorne an. Ja, ja. Da tut er der Katze nicht so weh. Gern in der Mitte drunter, weißt du, da bist du relativ sicher, wenn du mitten reinläufst. Ja, aber da erwischt die Katze nicht viel. Das ist richtig, vielleicht, ja. So. So, die Katze hat jetzt auch schon 2700 Leben, immerhin. Hat doch was. Ist schon überladen? Nee, oh. Ich wollte nur mal ein bisschen Müll loswerden. Ich sehe, was du meinst. So, dann geht's hier nochmal hoch. Nom, 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 nom. Wir suchen Aussicht. Kröten. Oh, guck mal, Brontos. Gehen wir doch wieder runter. Ich sagte, wir suchen Kröten. Aber ja, okay, gehen wir runter. Denn, also ich meine, Kröten sind ja auch noch eher am Strand. Also insofern... Also Strand, Fluss, Ufer. Nee, nee, das ist schon der Strand dort. Ach ja, Tatsache, es ist tatsächlich Strand. Hier ist ja das Meer, ja. Ja, ein bisschen regenerieren. Den Stamina könnte ich ihm auch noch geben, glaube ich. Ach, kommen wieder die Mistviecher hier. Tja, kriegst du Hilfe. Warum bist du abgestiegen? Weil ich Wasser braucht habe. Ah, okay. Ich dachte mir, das ist die Chance zu trinken. Und glaubst du, ich da wie steht? Da am Ufer liegt sie jetzt zum Auffuttern. Und hier liegt auch noch eine zum Futtern. Das ist, ist bei, mit den Katzen besser als mit dem Kano. Deshalb soll es lieber die Dano machen. Gibt da ein bisschen mehr. Raus. Genau. So, schauen wir mal, was die haben. Ich habe noch gar nicht nachgesehen. 16. Njum, 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 njum. Kann einem schon ganz schön leid tun.
Nö. Ein bisschen schon, oder? Level 100. Jetzt dauert es ein bisschen. Aber den machen wir trotzdem weg, oder? Du meinst den, da vor dem ich stehe? Ja. Ja klar, machen wir ihn weg. Level 100 braucht man nicht. Wir nehmen 120 nur, wenn wir schon Zeit investieren. Entweder 120 oder gar nicht. Ja. Wo? Macht der Männchen hier. Jetzt wird gekaut. Nicht noch weiter ins Wasser reintreiben, oder? Wieso? Weil ich ihn da so schlecht erwisch. Achso, dann lass mal kurz fliehen. Ja, das er hört leider nicht auf mich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Vorsicht. Jetzt kann ich ihm im Rücken beißen. Nicht die Stamina verlieren, jetzt im Wasser. Haben wir ein Problem. Muss man einfach gemütlich rüber traben. Also ich bin an Land. Ja, ja, ich auch. Kann man noch ein bisschen kommen. So. So. Das war er. Hat auch gleich ein Level gegeben. Machen wir uns wieder zurück, hä? Ich muss noch ein bisschen regenerieren wieder. Habe ich gerade Level vergeben, Stamina. Okay. Ups, das war ich. Oh, jetzt habe ich ein Level gehabt. Oh, naja, wird ja Zeit, du bist ja auch klein. Ja, aber bei mir ist Stamina ist ja auch nicht verkehrt. Ist okay. Wobei, so klein bist du gar nicht, ich bin auch erst 71. Ja, ich meine, also, was bin ich, 68? Also ja. Für meine Verhältnisse... Ja, du bist ja ganz schön groß, ja. So, dann gehen wir wieder rüber. Kommt wahrscheinlich ein Hai und macht einfach nur Hopp. Arno, Nein, da unten ist ganz leer. Ein Tauchkano. Aber ich habe ein Aquaspino. Ja, du hast ein Aquaspino, ja. Nur nicht hier. Nee, der steht bei uns am Eingangstor jetzt. Aber deine Katze hat doch bestimmt auch ganz viel Oxygen bekommen, oder? Lass mich nachschauen. Nein, 585 ist nicht viel. Aber die Kröten sind wie ausgestorben. Kann es vielleicht sein, dass andere Tribes hier auch suchen? Ja, alle. Einmal wollen sie alle Kröten, ne? Zuvor nie. Jetzt sei mal ehrlich, du wolltest doch sonst auch nie eine Kröte. Ich finde sie lustig immer. Wir haben immer gesagt Frustkröte. Na, wer will schon eine Frustkröte? Ja, Carbonem ist Level 8, läuft da unten rum. Und hinten am Baum eine Level... Mal Level 8? Einmal Level 8, ja. Fügen wir sie alle weg, dann haben wir ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht irgendwann welche nachspawnen, die größer sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt und da ist Kompi. Irgendwo Kompi. Du ziehst die aber auch an. Ich weiß auch nicht, irgendwie ja, das, als hätte ich da ein Schild. Bitte in die Wade beißen. Die kommen gar nicht bis zur Wade. Nee, ich glaube auch. Eigentlich müsste der wirklich nur einmal nach hinten treten und wie so eine lästige Mücke matschen. Ja, aber jetzt überleg doch, wie oft man irgendwelche Mücken versucht zu erschlagen. Es dauert auch eine Weile, bis das erwischt. Ja, aber nicht, wenn 10 Stück sind. Dann kriegst du immer. Naja, dann triffst du immer irgendeine. Eine Kröte? Nee, nix. Sind wir aber schon weit rumgekommen hier. Ja, relativ. Hebst du gerade in die Luft? Achso, nee, leck. Bei mir bist du gerade in die Luft. Wo bist du? Weiter am Strand, einfach geradeaus. Ich sehe dich noch. Ja, ich habe dich abheben gesehen, dann bist du plötzlich zurückgesetzt worden und dann bist du verschwunden. Okay, siehst du mich? Ich stehe jetzt rechts neben dir. Ja, ja, jetzt sehe ich dich wieder. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob wir noch eine Kröte finden. Das wäre ja doch noch schön. Aber ich fürchte, wir können hier bald umdrehen.
Wo ist denn jetzt Ich der grüne glaube, wir Vogel? müssen dann doch drei Dodos zusammenhängen und drauf schauen, Kröter. Das wär's. Und der Grüne müsste, ja. Einem Raptor so ein Schild hinten drauf binden, weißt du, so ein Kröten. Ich bin eine Panzer. Kröte. Ich bin eine Kröte. Dann so ein Raptor ins Rennen schicken. Ramp, dann fertig. Naja, es wäre aber ein bisschen unfair, oder? Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Ich habe wieder die Blumenqualität an. So. Ja, machen wir uns zurück so langsam. Genau. Ob wir noch irgendwas sehen unterwegs. Ah, ja. So ein Raptor mit Krötenpanzer. Das kann ich mir aber so richtig schön bildlich gerade vorstellen, Kröte. Oder ich nehme die Katze und schreibe einfach 36. Kröte drauf. Verdammt. Ja, Katze ist noch besser, weil die flacher ist, ne? Wenn man da einen Panzer drauf macht. Passt auch so. Wir brauchen nur jemanden, der gut malen kann. Ja. Ach ja, was ein Pech. Jetzt da sollte man nicht unbedingt runter. Nee, hier sollte man nicht unbedingt runter. Da stimme ich zu. Da bräuchte man schon die Terrorbirds. Mit denen müssten wir auch mal einen Ausflug machen. Ja, da wollten wir doch auch noch zwei Zähmen oder drei. Wollten wir noch zähmen, weil wir hatten uns überlegt, dass wir eventuell mit den Terrorvögeln mal. Alter, dicht. Dass wir mit den Terrorvögeln eventuell mal in eine Höhle gehen. Hier geht's aber runter. Die Katzen. Ja, ich glaube, in die Kanuhöhle wolltest du, Mitte. Genau, auf die auf Kano Island, beziehungsweise der Bestieninsel, so heißt sie ja, glaube ich, offiziell. Und da man dort ja so Passagen hat, wo man leicht runterfällt und auch entsprechend Fallschaden bekommen kann, haben wir überlegt, dann sind die Terrorbirds theoretisch doch zumindest gut. Wir wissen nur nicht, ob sie genug Schaden machen. Und ob sie genug Leben haben. Ja, beides, genau. Einfach, ob sie tanky genug sind und genug Schaden machen, wie die Katzen, die ja da die Viecher doch ganz gut wegputzen können. So, ich brauche jetzt leider doch mal irgendwie eine Richtung, weil ich sehe den grünen Pinökel nicht vor lauter Himmel, den ich aktiviert habe. Wieso hast du so viel Himmel aktiviert? Da können wir eigentlich wieder durch die Schlucht, dann sind wir wieder... Nö, dann links, ne? Dann nach der Schlucht rechts. Was, rechts? Ja, doch welche meinst du? Achso, du meinst darüber, da können wir auch gehen, da kommen wir bereits circa raus. Ja. Meinte eigentlich schon die andere? Da kommen wir vorne wieder raus. Da, wo wir rein sind. Da, wo wir rein sind? Achso, warte, sind wir... Was? Ach, egal. Sind wir hier nicht mit den Fiomias langgelaufen? Keine Ahnung. War hier nicht das Fio-Rennen? Ich weiß es nicht. Oh, da haben wir Raptor. Das hat er sich anders vorgestellt. Ich finde, er hat es verdient. Aber mein Raptor kommt auch genau von da. Los, mag ich einfach nicht. Und so lästig. Ach, und hier ist noch ein Raptor. Ach, du besparst da hinten die Raptoren. Ich sage ja, komm, sich dann Gänseblümchen oder ein Raptor. Ist er weg. Schildkröte, warte, das wird jetzt unsere 120er. Ja, genau, du guckst jetzt mal. Ich hatte ja kein Glück die ganze Zeit. Jetzt eine ist kriegen Schreikrampf. Ich muss erstmal den Raptor da fertig machen. Ah, ne, der ist weg. Raptor kümmert sich um Parasaurus, ja. Um 24. Oh, du kannst das auch nicht. Ja. Nicht besser als du. Nee. Wir hätten den Xar mitnehmen sollen, da hätten wir schon drei davon. Ja, der hat doch gestern auch schon gesucht. Hat gestern auch schon gesucht, ja? Ohne Erfolg? Ja, ohne Erfolg. Dass ich das mal erleben darf. Ja, wenn wir rechts gehen, haben wir es kürzer, genau. Aus dem Weg! So. Sag mal, da braucht der Fidilus so lang. Ja. Manchmal sind die Lust so ein bisschen, weiß nicht, als würden wir sie nicht so richtig erwischen, habe ich das Gefühl. Huch, Kano. Oh. Bist du in der Nähe?
Ja. Ach nee, nee, er kriegt doch Schaden ordentlich. Ich hatte gerade gedacht, es wäre eventuell ein hoher Kano. Ich hatte da zweimal reingebissen, der hatte keinen Kratzer. Das war's, ja. Ja. Nee. Will ich nicht. Noch eine. Das ist aber gut. Mensch, liegen sie überall rum. Nimm mal lang. Jam, 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 da liegt nur eine. Ja. Ansonsten sehe ich gerade keine mehr. Gut. Ja, ich würde sagen, soll mal reichen. Wir machen uns jetzt dann noch auf den Rückweg. Wahrscheinlich auch dann die 120 Genau. Schritte wieder im Offscreen sehen. Naja, da hinten ist eine. Warte mal, schau mal nach dem Level. Oh, da oben auf dem Berg. Ja. 20. 20. Schade. Was ist denn heute mit Raptoren los? Weiß auch nicht, die kommen vor allem immer aus dem Unterholz dann rausgebrochen auf einmal hier. Ganz fies. Da ist noch eine, da sind zwei Kröten. Hast du beide angeguckt? Nein, die zweite schaue ich gerade erst. Eine ist 16. 20 und die andere ist 16, genau. Ja, also haben wir kein Glück. Nee. Naja, dann ist das doch ein guter Punkt, um hier Pause zu machen. Wir sehen Genau. uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich geht es dann wirklich sehr bald mal wieder, wie die Danu ja angedeutet hat, an die Terrorbird-Zucht und dann vielleicht auch in die Höhle. Das Grüt-Kart-Rennen steht natürlich auch noch an. Oh Also, ja. gibt genug zu tun, gibt genug zu schauen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.